Hallo zusammen, neue Woche, neuer Tag, neue Ausgabe Münsterama. Und wir starten gleich mit einem Freizeittipp in die Sendung. Heute startet das Tracht- und Prügelfestival der Tatwort-Lesebühne mit allerhand Poetry Slams, Musik und Lyrik. Und das heißt, bis Mittwoch, den 26. September, könnt ihr im Cubanova ironischen Geschichten aus dem Leben der Slammer, Skurrilitäten und poetischen Gehversuchen lauschen. Ein besonderer Abend verspricht auch der kommende Montag zu werden, denn dann heißt es wieder Bühne frei für Andreas Weber, Andi Strauß und Michael Göhre. Einmal im Monat veranstalten sie die Tatwort-Lesebühne im Cubanova unter dem Motto Die 3-2. Hier ein kleiner Eindruck, was euch bei einem Besuch im Rahmen des Tracht- und Prügelfestivals dort erwartet. Die 2-3. So lautet der Name der Lesebühne, die monatlich im Cubanova mit originellen Texten und lustigen Pointen aus dem Alltag immer wieder überrascht. Fester Bestandteil sind die zwei Gründungsmitglieder Andreas Weber und Michael Göhre. 2009 wurden aus die zwei drei mit Andi Strauß. Doch was ist denn eigentlich nun der Unterschied zwischen einem Poetry Slam und der Lesebühne? Ich meine, beim Slam sagt man ja immer, dass man nicht ganz genau weiß, irgendwie, was als nächstes auf der Bühne passiert. So, bei der Lesebühne weiß man es schon einigermaßen, weil man meistens die Autoren doch einigermaßen kennt. Trotzdem ist es immer so ein Experiment. Sind eben immer die neuesten Geschichten, die die Leute dort eben fabriziert haben, dazu ihre Gäste. Ich glaube, es ist einfach jedes Mal was anderes. Angefangen hat alles bei Andreas Weber 2003, bei einer offenen Bühne im Hot Jazz Club in Münster. Seitdem schreibt er Geschichten und trägt sie auf zahlreichen Bühnen quer durch Deutschland vor. Sein Lesepartner Andi Strauß, der sich selbst als Bühnenpsychopath beschreibt, ist in die Literaturszene allerdings eher durch Zufall reingerutscht. 2006 habe ich irgendwann mal was geschrieben und es versehentlich auf irgendeiner offenen Bühne vorgelesen und jemand meinte, geh mal zu einem Poetry Slam und dann meinte ich, nee, weil ich war damals noch ziemlich Punk und habe eigentlich immer alles so ein bisschen ablehnend rezipiert und gesagt, nee, lass mich. Und dann bin ich trotzdem hingegangen und dann habe ich einfach weitergemacht. Dritter im Bunde ist Michael Göhre. Zwar kommt er, so wie er sagt, aus der Feinstadt Bielefeld, schafft es aber trotzdem einmal im Monat nach Münster auf die Bühne. Bei so einer Lesebühne entwickelt sich das, dass man so Reihen entwickelt. Also ich habe auch noch eine andere, wo es um das Fair- und Entlieben geht. Die nennt sich Pärchenscheiße. Und wenn man erstmal damit anfängt, dann kommen so ganze Klötze von solchen Geschichten zusammen. Und das zieht sich dann ein, zwei Jahre so durch das Thema durch und dann kommt man aber auch wieder zu anderen Sachen. Den Gästen gefällt es jedenfalls. Die Veranstaltung ist immer gut besucht. Auch weil die drei jedes Mal Verstärkung einladen und den Abend mit musikalischen Einlagen versüßen. Und nicht nur Stammgäste sind unter den Zuschauern zu finden. Also wir hatten einfach mal wieder Bock auf besondere Kultur und Kollegen haben es empfohlen. Ich selber war noch nicht da und ich bin einfach gespannt darauf, was mich erwartet. Wahrscheinlich macht sie Mischung, ich weiß das noch nicht genau. Aber ich bin ja, wie gesagt, Andi Strauß und Andi Weber schon gesehen. Deswegen auch wieder hier. Ich muss sagen, hier war ich noch nicht, nee. Aber ich freue mich drauf. Ich kenne hier niemanden. Okay. Also es ist alles neu, ich bin ganz gespannt. So, genug der harten Facts. Zum Schluss gibt's endlich eine Lesebühnen-Kostprobe. Wir vermissen den pulsierenden Rhythmus der Stadt. Denn wir sitzen auf der Bank vor dem Feldweg, der zu unserem Hof führt und auf dem niemand sonst flaniert. Komm, sagt da Petra, wir ziehen den Schweinen kleine Mäntelchen an und tun so, als wären es Passanten. Okay, sage ich, aber nur, wenn du morgen die kleinen Ferkel fütterst. Okay, sagt sie, aber nur, wenn du morgen die Bullen melkst. Mit Händen geben die sich nämlich nicht zufrieden. Wir küssen uns und schlagen ein. Es schmeckt ranzig. Also, ihr wisst jetzt hoffentlich, wo ihr kommenden Montag sein werdet. Ist ja wohl klar, erst Münsterama gucken und ab 20 Uhr den Jungs auf der Bühne zujubeln. Denn die literarischen Ergüsse der Jungs sollte man auf keinen Fall verpassen. Vielleicht bekommt man dort ja auch noch das ein oder andere nützliche Wissen verpasst. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja, bei uns kann man immer was mitnehmen. Wusstet ihr denn eigentlich, wo der höchste Punkt der Stadt Münster liegt? Hier eine Folge aus unserer Rubrik Nützliches oder Unnützes Wissen. Ja, ich weiß natürlich, dass das so Richtung Ruxel und Habecksberg ziemlich hoch geht. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Aber wo da den genauen Ort kann ich jetzt nicht nennen, ne? Ja, der Domplatz, würde ich mal tippen. Ich würde sagen, so Ruxel, Vorort Ruxel. Da geht's so ein bisschen berghoch. In Domplatz.
Das ist der höchste Punkt, den Domplatz hier. Und was denkst du, wie hoch? Über Meeresspiegel. 50 Meter. 80 Meter. 120 Meter oder so. Der Mount Everest von Münster ist der Vorbergshügel. Er liegt in der Nähe von Nienberge-Häger und misst stolze 98,8 Meter. Im Vergleich dazu ist der Prinzipalmarkt etwa 60 Meter über normal Null. Ja, und das war's auch leider schon wieder für heute. Ich weiß, die Zeit ging viel zu schnell vorbei, aber freut euch schon mal auf morgen. Dann versorgen wir euch wieder mit aktuellen Beiträgen rund um das vergangene Wochenende. Bis dahin, macht's gut!